Wir freuen uns, dass wir heute den Milestone 2011 vergeben hier im Kulturcasino in Bern. Jetzt haben wir gerade Zertifikat verliehen, sind 20 nominiert, 6 davon bekommen einen Preis, dürfen nachher auf die Bühne und bekommen einen Milestone, das heisst einen richtigen schweren Stein aus Preis. Der Wettbewerb bedeutet, dass man die grossen Innovatoren in der Tourismuswirtschaft der Schweiz ehrt und dass man damit zeigt, was für ein grosses Innovationspotenzial in der Schweiz besteht. Es ist für uns eine grosse Genugtuung. Wir sind in der Gruppenhausbranche tätig mit Contact Groups und wir stehen sonst nicht so im Rampenlicht und genießen den Moment natürlich jetzt sehr. Wenn man schaut, wie viele Leute sich da eingefunden haben, die mitfiebern, wer tatsächlich der Preisträger oder die Preisträgerin wird sein, dann ist das sehr berührend in einer Zeit, wo eben alle am Kämpfen sind. Ich finde es sensationell. Mir bedeutet der Milestone sehr viel. Also, eben, es war ein langer Weg. Wir haben jetzt wirklich vor 6 Jahren angefangen. Und es hat zuerst recht lang gebraucht, bis im Hotel quasi, bis wir ein paar Kunden gewinnen konnten. Wir sind Zweiter geworden. Es ist ein sehr gutes Gefühl, weil das ist ein Dank und Erkennung für die Arbeit, die wir in den letzten 2 Jahren im ganzen Simmental geleistet haben. Milestone trägt Bedeutung gegen innen, in die Branche innen, dass ein Haufen spannende Projekte da sind, die man so auch zur Kenntnis nimmt, was man sonst nicht unbedingt sieht. Und er hat eben so eine Bedeutung gegen außen, um in einer Öffentlichkeit auch zu zeigen, der Tourismus ist nicht eingeschlafen. Er prämiert Innovation, er prämiert Mut, er prämiert Initiative, er bringt die Sachen an die Oberfläche und motiviert die Leute, die das gemacht haben. Für mich ist es toll, weil ich so eine ballte Ladung an kreativen Ideen präsentiert bekomme. Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr schöner Anlass.